Das Jahr 2022. Es ist ein besonderes in der Geschichte des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm. Es ist ein Jahr, das ganz im Zeichen des Endspurts auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm steht. Alle Beteiligten haben noch einmal richtig Gas Richtung Inbetriebnahme gegeben. Aber nicht nur auf der Schwäbischen Alb, auch in der Landeshauptstadt bei Stuttgart 21, dem Bahnknoten der Zukunft, stimmte das Tempo der Bautrupps, wie die folgenden Minuten belegen. Während die Spannung mit Beginn des Inbetriebnahmejahres bei allen allmählich steigt, befindet sich die Strecke schon Ende Januar unter Hochspannung. Die Oberleitungsmasten stehen schon seit geraumer Zeit, der Fahrdraht ist gezogen, aber ohne Strom fährt kein ICE. Am 31. Januar 2022 um 0 Uhr schaltet die Deutsche Bahn entlang der gesamten Strecke den Strom ein. Wendlingen-Ulm ist bereit für den Testbetrieb. Kein Testbetrieb, aber Bahnbetrieb und zugleich ein historischer Moment. In Stuttgart fährt Anfang Februar zum ersten Mal ein Zug auf fertigem S21-Gleis. Eine Diesellok zieht eine Tranche 120 Meter langer Schienen vom Güterbahnhof in Kornwestheim aus durch den Tunnel Feuerbach bis fast zum künftigen Hauptbahnhof. Mit Tempo 15 rollt der Zug bei dieser Jungfernfahrt Richtung Abladestelle. Die Schienen sind für den Tunnel Bad Cannstatt bestimmt. Der Zug liefert bei Nacht. So bleibt der reguläre Eisenbahnbetrieb tagsüber unbehelligt. Im März schickt die Bahn erstmals einen ICE über die Neubaustrecke und macht richtig Tempo. Zu Beginn des Monats finden noch bei gemächlichen 20 Stundenkilometern in einem Diesel-ICE umfangreiche Techniktests statt. Dann aber geht es los. Im sogenannten ICE-S, einem umgebauten, mit spezieller Messtechnik ausgestatteten ICE, werden Draht und Schiene bei Hochtastfahrten getestet. Das S in dieser Zugbezeichnung steht dabei für Schnellfahrt. Die Lokführer erreichen bei den Hochtastfahrten stufenweise eine Geschwindigkeit von 275 km/h. Die künftig im Reiseverkehr geltende Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h wird bei den Hochtastfahrten um einen Sicherheitszuschlag von 10% überschritten, um die Strecke auf Herz und Nieren zu prüfen. Zurück nach Stuttgart und zur Osterüberraschung für alle Stuttgart 21-Fans im April. Zweimal hat die Corona-Pandemie die beliebten Tage der offenen Baustelle verhindert. An Ostern 2022 dann der lang ersehnte Nachholtermin. Fast 60.000 Menschen kommen, vor allem um einmal unter einer der bis zu 12 Meter hohen Kelchstützen zu stehen. Der 28 eindrucksvollen Baukörper sind bis zu diesem Zeitpunkt komplett betoniert. Eine Kelchstütze besteht aus Kelchfuß und Kelchblüte. Beide werden zeitlich versetzt hergestellt. Ende April baut die Bahn den letzten Kelchfuß. Dazu fließen rund 35 Kubikmeter Beton in die Schalung. Die Schalung für einen Kelchfuß besteht aus vier massiven, miteinander verspannten Schalelementen. Der zukünftige Hauptbahnhof befindet sich noch im Rohbau. Doch die Gleisbauer erobern weitere Bereiche der Stuttgart 21-Baustelle, zum Beispiel auf den Fildern im Mai zwischen Wendlingen und dem Flughafen. Schwellen einheben und ausrichten, Bewehrung einbauen, Gleise verlegen, betonieren. Das sind die Arbeitsschritte, mit denen die sogenannte feste Fahrbahn entsteht. Die Züge zwischen Stuttgart und Ulm fahren nicht auf Gleisen, die im üblichen Schotterbett liegen, sie fahren auf einer festen Fahrbahn. Die feste Fahrbahn ist für hohe Geschwindigkeiten besser geeignet, hat eine längere Lebensdauer und sie muss weniger aufwendig gewartet werden. Unterdessen jagt auf der Neubaustrecke ein Test den anderen. Zum Beispiel im Juni auf der inzwischen fast fertiggestellten Vilstalbrücke. Mit einem Güterzug, der 700 Tonnen Schotter geladen hat, wird geprüft, ob die Brücke wirklich aushält, was sie später an Belastung aushalten muss. Dabei fährt der Zug nicht nur über die Brücke, sondern er bremst auch auf ihr. Auf diese Weise erfährt die Vilstalbrücke eine ganze Reihe unterschiedlicher Belastungen. Messtechniker werten dann die Ergebnisse aus und stellen fest, die Ingenieure haben ganze Arbeit geleistet. Der Juli weist etwas weiter in die Projektzukunft.
Die Stuttgart 21 Projektpartner einigen sich darauf, dass die Züge von Süden her, also aus Zürich und Singen kommend, den Flughafen über einen zusätzlichen Tunnel anfahren sollen, den Pfaffensteigtunnel. Konkret verständigt man sich darauf, die Abzweige der Pfaffensteigröhren in den Bau des Flughafenbahnhofs einzubeziehen und vorzubereiten, bis alle weiteren Entscheidungen der Planung und Finanzierung getroffen sind. Los geht es im Juli auch mit einem letzten wesentlichen Baustein von Stuttgart 21, dem neuen Abstellbahnhof in Stuttgart-Untertürkheim. Im ersten Schritt baut die Bahn auf dem Gelände des früheren Rangierbahnhofs die alten Gleise ab. Zuvor wurden rund 8600 streng geschützte Mauereidechsen umgesiedelt, die bisher dort gelebt haben. Auf der Neubaustrecke ist in jeder Hinsicht der Endspurt in vollem Gang. Hoch über dem Vilstal treten letztmals die Gleisbauer in Aktion. Dabei wird es richtig heiß. Doch weil auf der Vilstalbrücke eine Nachtschicht anberaumt ist, lässt sich die schweißtreibende Arbeit des Schienenschweißens auch im Hochsommer aushalten. Vollends miteinander verbunden werden im sogenannten Thermitschweißverfahren die letzten Schienenstöße der Neubaustrecke. Anschließend erfahren die Schweißnähte noch einen letzten Schliff. So ist sichergestellt, dass die Zugpassagiere später beim Überfahren der Schweißstellen kein Ruckeln spüren. 100 ist die Zahl des Monats September. Am 2. September 2022 sind es noch 100 Tage, bis die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb geht. Bis Züge im Regelbetrieb mit Tempo 250 von Ulm nach Wendlingen sausen und umgekehrt, bis Bahnkunden 15 Minuten schneller als bisher nach Stuttgart bzw. Ulm gelangen, bis die Schwäbische Alb mit dem neuen Bahnhalt in Märklingen ans Eisenbahnnetz angeschlossen ist, bis der nächste Schritt zur Mobilitätswende im Südwesten vollzogen ist. Ein wahres ICE-Tempo legen die Bautrupps unterdessen am Flughafen an den Tag. Nur gut 2 Jahre, nachdem mit dem Bau der Anbindung des Flughafens ans Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn begonnen wurde, sind die Tunnelbauer tief drin im Berg. In den insgesamt 4,4 Kilometer aufzufahrenden Tunnelröhren gibt es im Monat September gleich 3 Durchschläge zu feiern. Es ist Oktober. Im Stuttgarter Talkessel sind die Tunnelbauer inzwischen durch. Sämtliche Tunnelröhren, insgesamt mehr als 51 Kilometer, sind vorgetrieben. Hochrangige Vertreter der Projektpartner feiern das famose Ergebnis gemeinsam mit den Mineuren in einem Festakt unter Tage im künftigen Tunnel Obertürkheim. Zum Ergebnis zählt beispielsweise, dass erstmals der Neckar mit einem Verkehrsbauwerk unterfahren wurde. Dass sich die Mineure mit viel Sachverstand erfolgreich durch eine komplexe Geologie gekämpft haben und etliches mehr. Glückwunsch und Glück auf zu dieser Leistung. Nicht zu vergessen im Oktober, der altehrwürdige Bonatzbau wird 100 Jahre alt. Derzeit wird der historische Teil des Stuttgarter Hauptbahnhofs von Grund auf saniert und soll, wenn Stuttgart 21 Ende 2025 in Betrieb geht, in neuem Glanz erstrahlen. Dann wird der Bonatzbau mit dem künftigen Durchgangsbahnhof eine stimmige Einheit aus Neu und Alt bilden. Das Neue feiert bereits im November 2022 ein kleines Jubiläum. 25 Jahre ist es her, dass Architekt Christoph Ingenhofen für seinen Entwurf des organisch geschwungenen Schalendachs den Zuschlag erhalten hat. Eine Jury aus Sach- und Fachpreisrichtern entschied sich am 4. November 1997 von 126 eingereichten Vorschlägen einstimmig für die Idee der 28 Lichtaugen von Christoph Ingenhofen. Das Beste kommt zum Schluss. Der große Moment ist da. Als Höhepunkt im Projektjahr 2022 fahren vom 11. Dezember an fahrplanmäßig die Züge im regulären Einsatz auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Der Tempomacher für den Bahnverkehr in ganz Deutschland geht in Betrieb. Nach 10 Jahren Bauzeit beginnt mit den 60 Kilometern Hochgeschwindigkeitstrasse mit 12 Tunneln und 37 Brücken ein neues Zeitalter der Eisenbahn im Südwesten. Bahnvorstandschef Richard Lutz, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und viele, viele Ehrengäste haben die Strecke schon am 9. Dezember während der feierlichen Eröffnungsfahrt zurückgelegt. Kürzere Reisezeiten und attraktive Städteverbindungen im Süden und Südwesten.
Darauf dürfen sich die Fahrgäste jetzt am Ende eines weiteren ereignisreichen Projektjahres freuen.